Das Ruhrgebiet Mitte der 1970er Jahre. Wie macht sich der Strukturwandel in der Region bemerkbar? Luftaufnahmen zeigen die industrielle Entwicklung aus neuer Perspektive. Ein weiterer unserer Filmschätze zeigt uns das Ruhrgebiet der 1970er Jahre von oben. Dieses Mal bewegen wir uns auf einem Rundflug entlang der Emscher, Lippe und Rheinzone. Der Film, der 1974 als Koproduktion der Landesbildstellen Rheinland und Rheinland-Pfalz entstand, stellt dabei vor allem die Entwicklung der Industrie heraus. Weg von der Kohle hin zur Chemieindustrie. Wobei das nördliche Ruhrgebiet auch als immer noch wachsender Bergbaustandort beschrieben wird. Die Flugroute führt uns zunächst über die Städte Herne und Recklinghausen mit dem Ruhrfestspielhaus. Weiter geht es über Mahl in die Lippezone mit besonderem Fokus auf die Zeche Auguste Victoria und den Chemiepark Mahl. Zum Abschluss werden das Industriegebiet Gelsenkirchen und die Kruppwerke in Duisburg-Rheinhausen überflogen. Der Film schließt mit einem Ausblick auf den Strukturwandel des Ruhrgebiets und weist auf die starke Umweltbelastung durch die Schwerindustrie hin. Das Ruhrgebiet ist ein dynamischer Wirtschaftsraum. Aus seinem Ursprungsgebiet beiderseits der Ruhr wanderte der Bergbau noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts über die Hellwegzone hinaus, weiter nach Norden in die Emscher-Niederung. In einem Süd-Nord-Profil durch die Emscher-Zone überfliegen wir Stadtteile von Herne und Recklinghausen. Der Emscher-Schnellweg, der Rhein-Herne-Kanal und die Emscher bilden ost-west verlaufende Leitlinien dieser Zone. Während die Kohleflöze im Süden des Reviers bis dicht an die Oberfläche reichen oder sogar zutage treten, sind sie nach Norden hin von immer mächtiger werdenden Deckschichten überlagert. Demgegenüber nehmen aber die durch Gebirgsfaltungsvorgänge verursachten Störungen in der Flözlagerung ab, sodass der Untertageeinsatz von Fördermaschinen lohnend wird. Außerdem herrschen hier entstehungsgeschichtlich jüngere, sogenannte Gas- und Gasflammkohlenarten vor. Besonders diese Kohlenarten wurden im 20. Jahrhundert zur Grundlage für die Entstehung großer Anlagen der chemischen Industrie in der Emscher- und Lippezone. Das gilt auch für dieses Werk der Feber-Chemie, unmittelbar an der Stadtgrenze zwischen Wanne-Eickel und Herne, dessen bedeutende Kunstdüngerproduktion noch bis in die 60er Jahre unseres Jahrhunderts auf Kohlebasis beruhte. Inzwischen hat eine Raffinerie in Gelsenkirchen die Erdölversorgung des nun petrochemischen Werkes übernommen. Orientierung für unseren Süd-Nord-Flug ist zunächst die Autobahn Bochum-Recklinghausen. In Herne kreuzt sie den neu erbauten Emscher-Schnellweg, der als übergeordnetes Verkehrsband die südlichen Emscher-Städte untereinander verbindet. Die Kamera verfolgt seine Streckenführung nach Westen in Richtung Wanne-Eickel, Gelsenkirchen. Parallel zum Emscher-Schnellweg verlaufen etwa einen Kilometer weiter nördlich der Rhein-Herne-Kanal links und die Emscher rechts im Bild als weitere Leitlinien dieser Zone. Die Emscher wurde kanalisiert und ist Hauptabwasserträger des Industriegebietes. Zahlreiche Kühltürme und die von hohen Schornsteinen überragten mächtigen Gebäudeblocks lassen uns diesen Komplex als Wärmekraftwerk erkennen. Kohlenhalden unmittelbar am Rhein-Herne-Kanal
verweisen auf die transportgünstige Lage an einer der wichtigsten Wasserstraßen im westdeutschen Kanalnetz, welche die gesamte Emscherzone erschließt. Wir nehmen die Süd-Nord-Richtung wieder auf und kommen in deutlich lockerer bebaute Gebiete. Recklinghausen, nur wenige Kilometer nördlich der Emscher, ist bereits nicht mehr direkt mit den zusammenhängenden Siedlungsflächen im Kerngebiet des Verdichtungsraumes verwachsen, sondern von Freiflächen eingerannt. Über das Ruhrfestspielhaus blicken wir in eine offene, grüne Landschaft. Hier hat auch die Landwirtschaft noch ihre Bedeutung behalten. Moderne Aussiedlerhöfe stehen neben älteren, fast münsterländisch anmutenden Gehöften. Ein arbeitskräftesparender, hochmechanisierter Getreidebau und marktorientierte Milch- und Viehwirtschaft, wie beispielsweise Schweinemast, zeigen Anpassung an die Bedingungen im Industriegebiet. Über Marl erreichen wir die Lippe-Zone mit ihren ost-west verlaufenden Leitlinien Lippe und Wesel-Datteln-Kanal. Bergbau und übrige Industrie sind hier bisher nur inselhaft vertreten und wechseln mit großen, meist landwirtschaftlich genutzten Freiflächen ab. Dieser Raum wird als Entwicklungs- und Wachstumszone des sich noch immer weiter nach Norden vorschiebenden Industriegebietes betrachtet, dessen jüngste Ausbauspitzen in Wulfen liegen. Ähnliche Naherholungsfunktionen wie im Süden des Reviers das Ruhrtal erfüllen hier am Nordrand beispielsweise die ausgedehnte Waldlandschaft der Hart und die sich anschließenden Halterner Seen. Auch im Rahmen der Trinkwasserversorgung sind diese Gebiete von Bedeutung. Seit dem Jahre 1905 fördert die Zeche Auguste Victoria in Marl-Hülz. Sie leitete die Industrialisierung des bis dahin ausschließlich landwirtschaftlich geprägten Raumes ein. Aber erst die ursprünglich auf der Verarbeitung von Kohlenwertstoffen basierende Gründung der chemischen Werke im Bildhintergrund führte ab 1938 zu der großstädtischen Entwicklung Marls. Die früher so bedeutende Produktion von synthetischem Gummi, sogenanntem Buna, wird heute ergänzt durch eine große Zahl anderer chemischer Produkte, zum Beispiel für die Waschmittel, Kunststoff- und Chemiefaserherstellung, nachdem auch hier inzwischen das Erdöl die Rohstoffbasis Kohle abgelöst hat. Die verkehrsgünstige Lage am Wesel-Datteln-Kanal und die Versorgung mit Wasser durch die Lippe waren weitere wichtige Standortvoraussetzungen. Der Kanal folgt der nur flach eingesenkten Lippe-Talung. Da das Lippewasser relativ salzhaltig ist, eignet es sich nicht zur Trinkwassergewinnung, sondern liefert hauptsächlich Kühl- und Brauchwasser für die Industrie und speist das westdeutsche Kanalnetz. Nördlichste Wachstumsspitze des Ruhrbergbaus ist die noch nicht voll ausgebaute Zeche Wulfen, mit deren Abteufung durch etwa 1000 Meter mächtige Deckschichten 1958 begonnen wurde. Die relativ ungestörte, flache Lagerung ergiebiger Kohlenflöze erlaubt die Anwendung modernster Abbaumethoden. Diese gegenüber der Ruhrtal- und Hellwegzone so günstigen Verhältnisse erklären zum Teil, warum der Bergbau dort stark zurückging bzw. eingestellt wurde, sich hier aber noch in der Entwicklung befindet. Der hohe Mechanisierungsgrad führte auch dazu, dass die für die zukünftige Großzeche anfangs vorgesehene große Zahl an Arbeitskräften stark vermindert werden konnte. Dementsprechend änderte auch das nahegelegene, ursprünglich als moderne Bergbausiedlung geplante Neu-Wulfen seine soziologische Struktur.
Neuwulfen wird kaum noch von Bergarbeiterfamilien bewohnt sein, wenn es bis 1985 das Planziel von 30.000 Einwohnern erreicht. Im Zuge dieser Entwicklung wird es allmählich mit Altwulfen zusammenwachsen, welches in seiner Bebauung heute noch deutlich ländliche Züge trägt. Es ähnelt den ehemals dörflichen Siedlungen der Emscher Zone, bevor diese von der industriellen Entwicklung überformt wurden. Besonders der Kirchplatz zeigt, dass wir uns hier in der Randzone des Ruhrgebietes befinden, im Übergangsraum zum Münsterland. Über die Lippe fliegen wir in südlicher Richtung wieder in die Emscher Zone zurück. Große Tanklager und Raffinerieanlagen in Gelsenkirchen zeigen die dritte Variante der Schwerchemie des Reviers. Hauptsächlich geht es dabei um die Produktion von Benzin und anderen Kraftstoffen sowie Heizöl. Weitere, bei der Verarbeitung von Mineralöl anfallende Nebenprodukte werden teils über ein Pipeline-Verbundnetz an andere chemische Werke des Raumes abgegeben, teils hier oder aber auch im Duisburger Hafen zwischengelagert und dann verschifft. Der Rhein-Herne-Kanal, den wir bereits früher einmal überflogen haben und als Leitlinie in der Emscher Niederung kennen, stellt auch in diesem Zusammenhang eine wichtige Transportachse dar zwischen dem Dortmund-Ems-Kanal im Osten, über Herne, Gelsenkirchen und Oberhausen bis nach Duisburg im Westen. Auf einer Länge von 45 Kilometern überwindet er in 7 Schleusen einen Höhenunterschied von fast 30 Metern. Einige der häufigsten Schiffstypen und Transportgüter lassen sich im Bild deutlich unterscheiden. Unmittelbar vor den Großbehältern erkennen wir an seinen typischen Aufbauten ein Tankschiff, welches Benzin, Heizöl oder andere Mineralölderivate übernimmt. In Flugrichtung folgen vorne ein weiterer Tanker, dahinter mehrere unterschiedlich große Selbstfahrer, beladen mit Massengütern. An ihrer dunkleren Färbung lässt sich die Kohlenfracht des rechten Schiffes unterscheiden vom etwas helleren Koks des mittleren. Schließlich folgen noch einmal 2 Tankschiffe. Die nördlichsten Stadtteile Essens reichen in Höhe des kleinen Hafens bis in die Emscher Zone hinein. Der Rhein-Herne-Kanal bildet hier die Grenze zu Bottrop. Nicht zuletzt diese Lage am Kanal wurde Ende der 60er Jahre standortbestimmend für die Ansiedlung einer Aluminiumhütte. Da die Produktion von Aluminium den Einsatz großer Mengen elektrischer Energie erfordert, kann die eigene Umspannstation im Vordergrund des Bildes als charakteristisch gelten. Über die 3 langgestreckten, parallel verlaufenden Werkshallen schauen wir hinweg auf die Reste einer ehemaligen Erzaufbereitungsanlage. Nach dem inzwischen veralteten sogenannten Krupp-Renn-Verfahren wurden hier besonders eisenarme und kieselsäurehaltige, also minderwertige Eisenerze verhüttet. Der Abbruch des alten, technisch überholten und die Neuansiedlung junger, wachstumsstärkerer Industrien zeigen auch an diesem Beispiel den Strukturwandel und die Dynamik des Wirtschaftsraumes. Mit Blickrichtung nach Westen folgen wir wieder der Leitlinie des Rhein-Herne-Kanals und erreichen schließlich den westlichen Eckpfeiler des Industriereviers, die Rheinzone. Im Unterschied zu den bisher überflogenen, als Parallelbänder Ost-West verlaufenden Entwicklungs- und Strukturzonen des Reviers an Ruhr, Hellweg, Emscher und Lippe, lehnt sich die Rheinzone in Nord-Süd-Erstreckung eng an die stark industrialisierte Rheinschiene an. Die meistbefahrene Binnenwasserstraße
und der größte Binnenhafen Europas schaffen günstige Standortvoraussetzungen für die Schwerindustrie im Raum Duisburg-Rheinhausen. Die Lage in einem engmaschigen System bedeutender Verkehrslinien ließen den Hafen zum wichtigen Umschlagplatz der Wirtschaft des Ruhrreviers werden. Wo Rhein-Herne-Kanal rechts und Ruhr links im Bild aufeinandertreffen, schließt sich der Kreis unseres Fluges. Auf engstem Raum vereint, zeigen die Duisburg-Ruhrorter Häfen noch einmal ein Spiegelbild der wichtigsten Industriezweige des Ruhrgebietes. Als typische Hafeneinrichtung darf zunächst diese kleine Werft gelten, die sowohl Reparaturen durchführt, als auch Neubauten auf Kiel legt, wie hier im Falle der rostfarbenen Motoreinheit eines modernen Schubschiffes. Auf der Heading gegenüber entdecken wir einen der dazugehörenden kastenförmigen Schubleichter. Ihre Bedeutung erlangten die Duisburger Häfen zuerst als Kohlenumschlagplatz. Eine automatische Verladeanlage kippt den Inhalt ganzer Eisenbahnwaggons, in diesem Falle mit Koks beladen, auf verdeckt laufende Förderbänder. So gelangt die Kohle in Absetzer, deren bewegliche Rüssel die einzelnen Ladeluken der im Hafenbecken wartenden Motorschiffe erreichen können. Der Umschlag von Steinkohle ist in den letzten Jahrzehnten jedoch stark zurückgegangen. Demgegenüber weist der Anteil von Mineralölprodukten am Güterumschlag eine steigende Tendenz auf. Durch eine Pipeline mit Raffinerien im Kernrevier verbunden, dehnt sich dieses schon umfangreiche Speditionstanklager auf der sogenannten Ölinsel weiterhin aus. Das ist deutlich an den Baumaßnahmen im linken Hafenbecken abzulesen, welches zur Schaffung von Erweiterungsflächen teilweise zugeschüttet wird. Die Tankschiffe machen zum Bunkern an speziellen Anlegern fest, in denen die Rohrverbindungen zu den Großraumbehältern enden. Fast eine ganze Insel dient zur Lagerung und Sortierung großer Schrottmengen, welche bei der Herstellung von Edelstahl Wiederverwendung finden. Erze aus den verschiedensten europäischen wie außereuropäischen Herkunftsgebieten sind Grundlage der Roheisengewinnung. Sie haben einen hohen Anteil am gesamten Güterumschlag der Duisburg-Ruhrorter Häfen. Dieses große Freilager gehört zu einer räumlich direkt anschließenden Eisenhütte. Die offenen Förderbänder im Bildhintergrund transportieren die Erze zu einer überdachten Bandanlage. Ohne weiteres Umladen gelangen sie so, nach Durchlaufen verschiedener Misch- und Brechanlagen, unmittelbar in die Hochöfen. Diese günstigen Lage- und Transportbedingungen sind ein Grund dafür, warum der Duisburger Raum auch heute noch das Zentrum der westdeutschen Hüttenindustrie darstellt. Die große Konzentration dieses Industriezweiges wird auch an der Rheinfront unmittelbar sichtbar. Der Vorbeiflug an der Duisburger Kupferhütte
verdeutlicht darüber hinaus augenfällig die damit verbundene starke Umweltbelastung. Von der günstigen Lage an einem Großschifffahrtsweg profitiert ebenfalls das Eisenhüttenwerk Rheinhausen. Hier wurde die gesamte Roheisenerzeugung des Krupp-Konzerns konzentriert. Unmittelbare Folge dieser Entscheidung war die Stilllegung von Hochöfen an anderer Stelle. Das bedeutete jedoch kein Abwandern der Schwerindustrie aus dem inneren Ruhrgebiet. Diese zigarrenförmigen und in ihrer Wirkung einer Thermosflasche ähnlichen Transportgefäße erlauben auch noch an entfernteren Orten die Weiterverarbeitung des Roheisens zu Edelstahl in einer Hitze. Das heißt, ohne erneuten Einsatz von Wärmeenergie. Nicht zuletzt Veränderungen und Anpassungen dieser Art dürfen als Zeichen dafür gewertet werden, dass das Ruhrgebiet trotz oder gerade wegen des stetigen Wandels seiner Strukturen auch zukünftig eine herausragende Bedeutung als leistungsstarker industrieller Ballungsraum behalten wird.